Hallo, ich bin Sarah Maria und möchte dir kurz die Kinder-DNA-Analyse vorstellen. Die Frage, was schlummert alles in meinem Kind, ist für viele Eltern nicht unerheblich, zumal wenn es zu Problemen mit ihm, seinem Verhalten, seinem Umgang mit den Eltern und seiner Entwicklung kommt. Es ist möglich, das emotionale Erbgut eines Kindes herauszufiltern und anhand dessen zu erkennen, warum das Kind sich so verhält, wie es sich verhält. Zum Beispiel, wieso zeigt es sich unerreichbar, ablehnend oder aggressiv und lässt sich nichts mehr sagen? Was ist der Grund seiner Introvertiertheit und Ausgegrenztheit? Und warum ist es plötzlich auf Abwägen, wo die Eltern sich keinen Rat mehr wissen? Weshalb gibt es Probleme in der Schule und welcher Schulweg ist der beste für das Kind? Egal um welches Problem es geht und in welchem Alter sich das Kind befindet, wenn wir die Informationen der emotionalen DNA herausfiltern, sind zielgerichtete und wirkungsvolle Korrekturen möglich, im Sinne des Kindes und der Eltern. Anhand der Analyse wird es möglich, die potenzielle Entwicklung der kommenden Jahre zu erkennen und mit Hilfe der Informationen einen anderen Umgang, Zugang und Wege der Erziehung und liebevollen Grenzsetzung zu erarbeiten. Das Spannende daran ist, dass die Eltern nicht nur neue Erziehungswerkzeuge erhalten, sondern für sich persönlich viel bei dieser Analyse lernen und sich als Vater und Mutter klarer, liebevoller und konsequenter aufstellen können. Weitere Informationen findest du auf meiner Seite. Herzliche Grüße aus meiner Praxis, Sarah Maria.